Der Anga wollte im Süden nach seinem Amulett suchen. Und wir sind ja im Süden. War so eine Idee. Ja, ich weiß, aber ich... Ich glaube nicht, dass das viel Schaden macht. Anga. 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 Anga, ich brauch dich! Ich könnte mich ja in die Burg teleportieren, da ist er ja. Aber der hat ja gesagt, der geht später danach suchen. Im Süden. Wir sind im Süden. Na gut, ich versuch's nochmal mit Frostzaubern, warte. Was haben wir denn? Schönes. Ich habe Eisblock. Eiswelle. Aber ich glaube, da töte ich auch die... Ich könnte mich in einen Feuerwehrmann verwandeln. Blitz hätten wir noch. Blitz vielleicht. Das wird nicht viel Schaden machen. Aber wir rufen mal noch Wolf hinterher. Ja, die müssen dann alle zusammen auf den draufkloppen. gucken mal. Alle zusammen auf den Drachen drauf. Nicht. Ja, der Wolf greift das Skelett an. Oh mein Gott! Der Wolf hat das Skelett angegriffen! Und der Blitz macht gar nichts, weil ich den blöden Drachen nicht treffe. Wo will der jetzt hin? Aber dort kann er vielleicht nicht weg. Warte. Nee, nicht den Wolf, den Drachen. Ich hätte gern den Drachen im Target jetzt. Was? Rein, um jetzt! Oh, ich hab grad... Yay! Aber wie der Wolf. Jetzt bekämpfen die sich gegenseitig. Okay, die Verwirrungstaktik hat aber funktioniert, ja? Drache tot. Drache tot? Verwirrungstaktik hat funktioniert. Da rennt der Wolf auf das arme Skelett zu, ja? Und haut es erstmal um. Es war natürlich auch nicht schlecht. Es waren definitiv alle verwirrt, ja? Schön den armen Drachen in die Enge getrieben, ja? Aber so funktioniert das Spiel. Ich würde das jetzt mal speichern, bevor ich irgendeinen Unfug mache. So, und jetzt will ich noch zu dem seinen Hort. Der hat gesagt, irgendwo oben, wo ein Mensch nur schwer hinkommt. Aber wo? Ah, da ist eine Höhle. Da drüben ist eine Höhle. Upsi. Ah ne, es ist keine Höhle, es ist nur so ein Fenster. Nicht runterplumpsen. Hand hat keine. Warte mal, kann ich den das auch laufend machen? Ah ja, so. Ah.
Seht ihr irgendwo Gold rumliegen? Ah, da hinten. Da ist der Hort. Okay. Okay. Na, ich hab ihn gefunden. Handort. Ja. Danke. Und dann wundern, warum Drachen aussterben. Okay, das Skelett besteht ja auch aus Knochen. Und jeder Hund liebt Knochen. Es stimmt. Stimmt. Das hätte ich vielleicht mit beachten sollen. My bad. Ist das schon? Hallo, hier glitzert auch noch so viel. Hat er gedacht, ne? Dass ich nicht seinen Hort finde. War auch noch eine Steintafel hier irgendwo. Das wäre total toll. Es ist schön warm, da will man doch bleiben. Wölfe betrachten Skelette als feindlich. Ja, habe ich gemerkt. Aber wie gesagt, der zweite Wolf ist auch auf den Drachen losgegangen. Es war eine wunderschöne... Die haben zwar null Schaden gemacht, aber die haben den richtig gut in die Enge getrieben. How to kill dragons? Ja, mit Handschritt. So, demokratische Pflicht und Freiheit erfüllt. Jetzt geht's ans Kuchenbacken. Oh, was machst du denn für einen? Hallo, Kajuto. Ach, wir haben Drachen Nummer 3. Oh, jetzt haben wir nur noch den Eisdrachen, ne? Da können wir ja direkt hin, weil den ganzen Trash haben wir vorher schon weggemacht. Ha. Habe ich auch wirklich alles eingesammelt? Nicht, dass mir hier irgendwie was verloren geht. Aber wahrscheinlich ein Apfelkuchen. Mit Äpfeln aus dem Garten oder gekaufte Äpfel? Ich wüsste trotzdem noch gern, wo der Angar bitte sein Amulett suchen will, wenn ich hier... Gekauft. Hallo, X-Tian. Was stehen da unten? Drachensnapper. Nee, da wollen wir nicht hin. Nein, nein. Nein, nein, da wollen wir nicht hin. Okay, wir gehen erstmal in die Burg zurück. Ich wäre mir da nicht so sicher. So, warte mal, da oben war er. Alchemietisch, Amulett aufladen. Zu wenig Rohstoffe. So, dann müssen wir aber jetzt erst mal gucken, ob wir noch ein paar Schriftrollen bekommen von irgendjemanden, damit wir noch ein paar Ablenkungsmanöver haben für den Eisdrachen, weil das ist ein richtig großer Raum. Hey, du. Sag mir nicht, dass du das nicht. Na toll, da wollte ich voll mit Gewinn mal ins Gym nach der Wahl und was war? Ich war da und keiner sonst als dunkel. Oh, hatten die zu heute. Tadam. Zeig mir deine Ware. Drachenjäger-Armbrust. Boah, die machen aber alle gut Schaden hier benötigt. Ich weiß gar nicht, was meine an Schaden macht. So, was haben wir hier? Ich brauche irgendwas, was ich beschwören kann zum Ablenken. Schade. Hat er nix? Hat er nix. Hat er
Magische Armbrust kann ich verkaufen, oder? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Glaubst du wirklich daran? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Er trinkt gerade auch keine. Mensch. Nischt hat er. Nischt. Wirklich daran. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das ganze Zeug hier mal verkaufen, was ja. Ich eh nicht anziehen werde. Von mir hat er das nicht. Glaubst du wirklich daran? Ich wäre mir da nicht so sicher. Habe aber schon wieder gut Gold, ne? Ich war ja irgendwie auf 13.000 runter, jetzt habe ich 19.000. Ich weiß, was schon hilft, aber... Ich habe einige Drachen getötet. Das ist ja toll. Interessiert mich aber nicht sonderlich, wenn ich ehrlich bin. Wow. Ich sagte dir ja bereits, ich stelle lieber Waffen her, als selbst loszuziehen, um die Drachen zu töten. Eine Sache jedoch könnte mich schon interessieren. Wenn du mir Drachenblut besorgen könntest, würde ich einen hohen Preis dafür zahlen. Oh, ich hatte mal Drachenblut. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Nichts, was besser wäre als deine Rüstung. Also sollten wir das lassen. Claudi hortet auch ihr Gold wie ein Drache. Ja, vielleicht bin ich einer. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Ich bin ganz deiner Meinung. Warte mal. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Verkaufst du Waffen? Von wegen. Und dann werde ich wegen Schwarzhandel von deinen Kollegen hier in den Knast gesteckt, was? Nee, lass das mal. Das ist überhaupt gar keine Hilfe. Aber ich kann dir zeigen, wie du selber deine Waffe schmieden kannst. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich habe was anderes gehört. Zeig mir deine Ware. Wahrscheinlich, die reden ja auch mit dir. Ich denke, das sind genug Beweise. Wie jetzt? Wie meinst du das? Wie meinst du das denn jetzt bitte? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Sag lieber nichts Falsches, sonst was? Sag lieber nichts Falsches, sonst verbannen sie dich? Oh, ich habe 30 Lernpunkte. Lul. Was machen wir denn? Wollen wir unser Geschick irgendwie mal hochbringen? Hey.
Ach, verbrennen. Ach so, wegen Drache, oder was? Aber wer kann mir denn Geschick beibringen? Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Was ist das denn schon wieder her? Scheiße. Ich hätte gern mehr Geschick. Ich will die Betty ausprobieren. Einige wissen gar nicht, wie. Oh, das klang aber auch ein bisschen falsch, ne? Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich will die Betty ausprobieren. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Alle voll ungeschickt, ja. So ist es Innos Wille. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das ist eine schlimme Sache. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Meine Meinung will ja keiner. Ich weiß gar nicht, warum der sich so aufregt. Zum ersten Mal. Sag mir nicht, dass du das nicht. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Mich fragt ja keiner. Es war genau so, wie du sagst. Immer noch Hunger? Das soll wohl ein Witz sein. Ich bin gemästet. Danke nochmal. Es war genau so, wie du sagst. Die Betty ist doch niemand, den man ausprobiert. Das ist ein Schwert. Hey! Geht's dir gut? Und du bist sicher, dass die Fleischwanzen weg sind? Da ist gerade eine hinter dir. Was? Oh, ich hau ab. Oh, bist du fies! Ah, oh, Hunter! Why? Hallo, Kai-Uwe. Ich weiß langsam nicht. Voll scharfes Eisen, genau. Ich hab mir das schon gedacht. Das liegt doch auf der Hand. Ich hab mir das schon gedacht. Das ist die Betty. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. 110 Geschicklichkeit brauchen wir für die Gute. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Was daraus wird. Das orkische Kriegsschwert können wir eigentlich auch verkaufen. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Wir können nur abwarten. Das sind doch alles nur Gerüchte. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich wäre mir da nicht so Lass sicher. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Lass uns mal abwarten. Was Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich kann das nicht glauben. Fleischschwanzenphobie, ja. Ein bisschen. Der arme Kerl. Das will doch keiner wissen. Hey. Man erzählt sich ja so einiges. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Es gibt eine sehr weitläufige Eisregion im Westen. Würde mich nicht überraschen, wenn sich einer der Drachen dort versteckt hielte. Irgendwelche Neuigkeiten? Hosh Paks Tod scheint die Orks verunsichert zu haben. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Feuerdrache auf dem Vulkan im Süden wird keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Es ist aber noch einer. Parsival, geht's dir gut? Okay. Was mache ich mit meinen 30 Erfahrungspunkten? Aber schon geschickt, ne? Dann kann ich auch den Bogen wechseln. Aber wer kann mir denn hier noch Geschicklichkeit beibringen? Hallo? Ja, mit dem habe ich gerade schon gesprochen. Die Lehre in der Burg. Schwertkampf, Armbrüste. Hi. Wow. Charles Lee Ray, danke schön für dein Follow. Tja, wir haben nicht wirklich viele Händler, Lehrer in der Burg. Können alle nix. Vielleicht müssen wir doch nochmal ins Tal. Bei der Lucia kann ich Geschicklichkeit lernen und wir könnten, wie gesagt,
das letzte X ausgraben. Und vielleicht gibt es dort irgendwo noch Händler. Klar, dort sind ja die Wassermagier. Vielleicht kann ich dort irgendwie noch was zum Beschwerden. Also der Parzival ist aber auch ein bisschen... Was hat er denn? Durchfall. War jetzt schnell, ne? Patch musste noch etwas früh shoppen. Ah ja, Saki. Zum Sonntag. Vielleicht einer der Drachenjäger. Ich sehe aber nichts Besonderes. Nee. Lehrer. Tiere. Ferros. Wer ist Ferros? Wer und wo ist Ferros? Das hätte doch besser wissen. Ich habe so einiges gehört. Na, woanders geht's ja schlecht, ne? Aber wie gesagt, ich brauch noch irgendwas für die. Ach, hier ist Ferros. Hä? Ich bin ganz deiner Meinung. Zeig mir, wie ich meine Fähigkeiten verbessere. Ein guter Kämpfer muss lernen, seine Fähigkeiten direkt auf seine Waffe zu übertragen. Ich kann 10 Geschicklichkeit lernen mit 5. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Die können das alle nicht. Die können mir alle keine Geschicklichkeit beibringen. Hä? Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Bei wem? Ich habe da meine eigene. Ich habe was anderes gehört. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Boah, jetzt kostet es schon 4. Meinst du, mir geht es besser? Davon lasse ich mir nicht sagen. So, jetzt habe ich aber 90 geschickt. Kann ich den Langbogen hier anziehen? Das nicht. Wird sich das jemals ändern? Wow, und einige Leute, die sich Sonntagmorgen Kaffee gönnen, was es bei mir gab, spielt gerade keine Rolle. Zeig mir deine Ware. Hallo Koffer. Also ich bin dafür, dass wir nochmal einen Abstecher ins Tal machen. Einfach weil dort auch die Wassermagier sind und ich hoffe, dass die noch ein paar schöne Schriftrollen haben. Und vielleicht haben wir Glück und auf dieser Insel, wo wir dann hinspringen, sind auch noch Schriftrollen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Mal, müssen wir jetzt einen Abstecher machen? Und mal hier, vergessenes Tal der Erbauer. Wo war das? Unten. Unten rechts, glaube ich, ne? Ja, irgendwo da unten war das. Wir dürfen nur nicht vergessen, wenn wir ins Lager der Panditen gehen, dass wir uns Ravens Garde-Rüstung anziehen. Ich hoffe, ich habe die nicht schon wieder verkauft. Nee, ich hab's noch. Das wäre sonst ein bisschen doof. So, Teleport zum Pass in Minental. Nein, nicht die Fackel fallen lassen. Kannst du die bitte mitnehmen? Wir brauchen die. Hast du uns irgendwann keine mehr? Inos leuchtet all denen, oh, die seine Weisheit erkennen. Orientierung wiederfinden.
So, und hier teleportieren wir uns jetzt am besten? Ich glaube nach Corinas, oder? Hola. Geht's euch so? Alles gut hier? Bei euch so? Ich habe so einiges gehört. Das war doch schon vorher klar. Er hat doch die falschen Leute gehört. Hä? Oh, ich kann mit einer Fackel in der Hand nicht sprinten. Okay, alles klar. Wird es jetzt ein bisschen düster. Wie unlogisch ist das denn? Warum? Die würde dann ausgehen, oder was? Wenn ich zu schnell renne. Dann geht die halt einfach aus. Wer sagt denn sowas? Glaubst du wirklich? WBK, Pau. Wir sehen nix. Wo bin ich? Ich bin, glaube ich, schon zu weit. Geh hier. War schlimm. Nee. Hä? Scheiße, ich sehe nix. Hä? Oh. Ja, ich kann nicht sprinten, wenn ich eine Fackel in der Hand habe. Das ist ein bisschen doof. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ja. Zum Glück gibt es die ganzen Teleport-Dinger. Denke nicht ins Licht! Huch! Hä? Wo kommen denn jetzt das... Lol! Der Magier hat gerade das eigene Skelett eingedingst. Nein! Oh! Hä, aber wo kam der denn jetzt her? Wieso waren hier jetzt Skelette? Also danke für die extra XP, aber warum? Ich bin verwirrt. Magier, seid ihr noch hier? Okay, da oben schläft einer. Ey, das war ja jetzt überraschend. Ich habe die Gefangenen befreit. Sehr gut. Mögen sie wohlbehalten in ihre Heimat ankommen. Adanos möge dich schützen. Habe ich jetzt doppelt dafür Erfahrung bekommen? Habe ich das nicht... Habe ich dem das nicht schon mal gesagt? Mist, wo ist denn jetzt der, der mir Schriftrollen verkaufen kann? Hier ist noch einer. Hey, du. Lass uns handeln. Oh. Oh, und der hat ganz viele Tränke. Her damit. So, was hat denn der Gute hier? Geysir.
Untote vernichten. Goblins. Oh, Golem. Das ist Golem. Und Skelette. Jawohl. Sehr gut. Cool. Das hat sich schon mal gelohnt. Wir können dem Eisdrachen jetzt auf jeden Fall schon mal gegenübertreten.